Zum Glück war es nur ein Probealarm. Erschrocken sind die Sportparkbesucher aber allemal, als sie plötzlich aufgefordert wurden, das Gebäude zu verlassen. Wenige Minuten später rückte schon die Stadtfeuerwehr an, die sich den neuen Gebäudekomplex des Sportparks für ihre diesjährige Frühjahrsprobe ausgesucht hatte. Über 70 Floriani-Jünger kämpften gegen einen fingierten Brand im südlichen Gebäudeteil und einen Ammoniakgasaustritt im Keller. Um die Versorgung der Verletzten kümmerte sich ein Team des Roten Kreuzes. Die Sanitäter sind bei den Feuerwehrübungen immer wieder anwesend, um die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzmannschaften zu optimieren. Was war denn heute aber die Übungsannahme? Wovon seid ihr ausgegangen? Wir haben zwei Bereiche gehabt, einmal einen Brand und zum anderen einen Ammoniakgasaustritt, der bei diesen Anlagen als Kühlmittel verwendet wird. Und das Ganze zu beherrschen, hat uns ganz schön gefordert. Also es hat sich als schwierig erwiesen, hier im Sportpark zu löschen? Ja, es ist die ganze Anlage relativ ausgedehnt und im Ernstfall hoffe ich, dass nicht zwei so Szenarien zusammenkommen, wie wir heute gehabt haben. Aber für uns ist beides wichtig und wir müssen jede Herausforderung annehmen und müssen sie erlösen. Du hast gesagt, ihr seid auf einige Dinge draufgekommen, die noch zu verbessern sind. Was sind das für Dinge? Das sind Dinge in der Organisation, das sind Dinge über Zugänge, dass man hinkommt, über Schlüssel, über Türen, die versperrt sind. Und das muss man halt mit der Zeit auch im gemeinsamen Üben draufkommen. Und ja, heute sind wir auf einiges draufgekommen. Dazu sind die Übungen ja da. Just one.
Wir stehen jetzt momentan vor dem neuen Kommandofahrzeug. Wann habt ihr das bekommen? Das haben wir vor 5 Tagen bekommen. Ich war heute in Innsbruck bei der Landesfeuerwehrschule, habe das Auto abnehmen lassen und das ist heute die erste Feuertaufe, die das Auto bestehen hat müssen und ist absolut gut gegangen. Dann weiterhin viel Erfolg und viele gute Fahrten damit. Herzlichen Dank. Vergatterung! Hab acht, Ruth! Kameraden, ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Durchführung unserer Frühjahrshauptübung. Wir haben heute ein Objekt gewählt, welches zum ersten Mal von der Stadtfeuerwehr Kitzbühel, vom Roten Kreuz und von uns beübt wurde. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ja, liebe Kameraden, ich darf mich auch recht herzlich bedanken. Ich glaube, es war ganz besonders wichtig, dass wir hier im Sportpark eine Übung machen. Es ist ein neues Gebäude, ein neues, sehr komplexes Gebäude. Vielen von euch bekannt vom Winter her. Das begünstigt das eine oder andere, aber es hat gezeigt, dass es sicher da und da noch Punkte gibt, die sehr wichtig sind, dass man die durchbespricht, dass man gesehen hat, da muss man aufpassen und speziell die Einfahrtssituation, was nicht leicht ist. Und es können vielfältige Unfälle hier im Sportpark auftreten. Ich habe es auch simuliert und ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gegangen. Ich darf mich noch einmal bedanken bei der Jungfeuerwehr. Schön, dass ihr dabei seid und ganz besonders bei der Rettung. Danke und überhaupt, dass das immer so gut funktioniert, also die Zusammenarbeit zwischen unserer Stadtfeuerwehr und dem Roten Kreuz. Vielen herzlichen Dank auch an euch. Also, ich möchte Danke sagen an die Feuerwehr und speziell an das Rote Kreuz. Sie sind heute auch das erste Mal da. Ich glaube, da werden wir noch auch was machen. Der Markus Gehn hat auch noch eine Idee gehabt, aber ich glaube, es sollte so sein. Und Gott sei Dank sind wir nicht weiter auseinander und ich hoffe, dass ich mehr brauchen werde. Danke. Aber man lernt daraus und wir möchten uns recht herzlich bedanken bei allen Feuerwehrrettung für die Übung, die ihr gemacht habt und dass die Sachen, die notwendig gewesen sind, eben aufgedeckt worden sind. Herzlichen Dank nochmal. Danke gerne.